Oh mein Gott, das ist da am Arsch der Welt unten. Also, so erkenne ich das sicher nicht. Das ist noch so eine komische Mauer vor dran. Da muss ich das wieder hochholen. Vielleicht sehe ich es von hier hinten. Ich sehe etwas. Auf jeden Fall sehe ich etwas. Okay. Geht nach oben. Oh shit. Okay, das vereint sich sogar gleich. Warte, also das, ich glaube, ich habe es mir gemerkt. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. So war das. Sehr gut. Das hier erkenne ich nicht zu 100%. Kann ich das hier unten lösen? Es geht. Es geht. Ich glaube, dann geht es hier weiter, oder? Nein. Auch nicht. Dann hört es da oben auf. Ich erkenne es nicht genau. Aber dann ist es hier auf. Hä? Wie denn? Oder fängt es hier an? Oder umgekehrt? Hilfe! Mach doch nochmal. Halt da, zieh die Linien gefälligst nochmal. So, sehr gut. Was hat das jetzt aktiviert? Oh nein, das da hinten. Oh nein. Schlimm, schlimm, das da hinten ist schlimm. Und es ist so heiß gerade, verdammt nochmal, ich hasse den Sommer. Das werden mich bestimmt viele hassen. Nein, meine Lieblingsjahreszeit ist schon der Herbst. Von den Temperaturen her finde ich das am angenehmsten. Ich bin ein Herbstmensch. Wo sehe ich denn jetzt das? Wo ist das Ding überhaupt hin? Von hier sehe ich nichts. Okay, dann muss ich hier. Mache ich das einfach so. Ich glaube, von hier erkennt man einen Teil. Wo ist das denn? Ah, da. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Man wird jetzt dann gleich oder sollte. Da kommt ja voll das Brett in den Weg. Das ist nicht so praktisch. Mann, 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 Mann. Wieso sieht man das nicht? Ich lasse es nochmal hinunter. Ich will das sehen. Jetzt sieht man's. Da ist ein Teil. Und den anderen Teil, den sieht man von da links mal. Jedenfalls. Ja, irgendwo von da links sieht man das dann. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, wie das genau gelöst werden muss. Und zwar geht's hier runter, dann so. Dann wieder runter. Dann geht's, glaube ich, so. So. Und wir haben's gelöst. Wir sind schon fast am tiefsten Punkt angekommen. Man sieht es schon hier. Hier ist ein Laser drin. Das ist so eine Laserbox wie vorhin. Hier, diese gewölbten Spiegel, die sind auch geil. Die sind auch geil. Jetzt muss ich das aber.
Kurz schauen. Oder so? Nein. Wie muss ich das denn lösen? Oder hier oben kann ich zwar auch nachfahren. Ich weiß nicht, wieso die unterschiedlich sind hier. Dann geht es da runter und ins Ziel. Ach so. So war das genau. Das war so, so, so. Und zack. Das ist auch wieder interessant. Wie mache ich, dass ich das Ganze sehe? Mache ich, dass ich das Ganze sehe? Ich glaube, das geht so. Dann hier hoch. So, so. Okay, so kann ich das machen. So kann ich unten weiterfahren und dann so ins Ziel. Damit haben wir eine der Klappen gelöst. Wie bringe ich... Hier hinten ist eine Schaltung. Dann muss ich das hier zuerst lösen. Was, hier gibt es einfach ein Problem. Ich sehe zwar das Muster unten perfekt, aber ich kann da nicht entlangfahren wegen der Gitterstäbe. Deshalb muss ich hier nach hinten und das alles im Kopf umdenken. Wobei, kurzer Moment. Ich habe hier auf dem Handy, habe ich ein Foto gemacht. Entschuldigung, einen Moment. So, das lege ich vor mich hin. Dann muss ich nicht immer nach vorne und das nachschauen. Dann geht's zuerst so nach oben. Dann treppenweise so nach unten. Okay. So, dann haben wir das auch. So, Handy wieder weg. So. Und dann sollte der Schalter hier aktiv sein, genau. Und dann dreht sich das hier ganz schön. Und offenbart ein ziemlich einfaches Muster. Das müsste so sein. Ja. Und Leute, wir haben's geschafft. Hinauf. Jetzt müsste eigentlich normalerweise ein Erfolg kommen, aber eben, den habe ich schon. Aber ihr wisst ja, was jetzt eigentlich kommen muss, was jetzt passieren wird. Einfach wie sich der so schön zusammensetzt. Na komm. Schieß! Tu es! Er will nicht. Ah, jetzt. Ah, genau. Das ist der. Der schießt voll daneben. Und ich glaube, den müssen wir noch umlenken irgendwie. So weit bin ich nicht gekommen. Das Rätsel, um den Laser zu lösen, der voll daneben schießt. Okay. Dann verlassen wir mal dieses Gebiet voraussichtlich und wir widmen uns, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde fast sagen, wir gehen hier weiter nach links entlang. Weil hier ist etwas ziemlich Wichtiges. Da hinten, das werde ich euch später erklären. Hier ist irgend so eine Art Fabrik oder Steinbruch. Sieht fast wie diesen Fenstern da aus wie eine Kirche. Vielleicht ist es beides. Eine Fabrikkirche. Keine Ahnung.
So, diese Rätsel kennt ihr ja noch. Die haben wir zusammen gelöst, vorhin schon. Das scheint. Das funktioniert. Wenn man das so macht, dann funktioniert's. So, und die habe ich euch bereits erklärt. Eben, man muss diese Formen nachbilden und Voraussetzung muss sein, dass diese Formen sich innerhalb der gebildeten Form befinden. Ich erkläre das immer so komisch. So, das wäre jetzt zum Beispiel dieser, das wäre richtig, das würde gelten. Aber das Problem beim anderen ist, wie soll ich den nachbilden? Ich meine, da fehlt mir jetzt rechts ein Stück. Was man auch machen kann, man kann die zusammenfügen. Das geht folgendermaßen. Muss ich selbst kurz überlegen. Scheiße, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das damals gemacht? Jetzt muss ich wieder überlegen. So, seht ihr? Beide Formen sind drinnen in der, in dem Zeugs da, was ich gebildet habe. Zwar in verkehrt, das rechte ist links, das linke ist rechts, aber sind beide Formen enthalten und beide sind innerhalb der Form. Man versteht es eben noch nicht so, wie ich es sage. So funktioniert's. Keine Angst, es kommt später noch ein Tutorial, das euch das Ganze klar machen wird. Da machen wir ein paar klar, ein paar Rätsel klar machen. Das gleiche wie Frauen klar machen. Einfach mit Gehirn muss man einsetzen dabei. Ich glaube wieder ein Scheiß, ich weiß. Okay, hier ist überall zu. Es ist nicht schlimm, weil hier können wir öffnen. So, wieder diese Rätsel hier. Das machen wir doch einfach so, dann ist das alles doch kein Problem. Zack. Und hier wird es schon ein bisschen schwerer. Aber nur ein bisschen. So. Dann glaube ich, hier kommt dann wieder etwas Neues. Alter, ist das laut. Das lautste Tor der Welt. So, hier können wir noch aufmachen. So, ein bisschen Frischluft reinlassen. Und hier, genau diese Dinger hier. Diese Dinger hier. Wie funktionieren die schon wieder? Das sind eigentlich wie, die deaktivieren eine andere Funktion. Diese Propeller-Dinger deaktivieren eine andere Funktion. Ich erkläre das gleich anhand dieser Rätsel hier oben. Jetzt muss ich kurz schauen, geht das einfach so? Nein. Okay, ich muss hier. Okay. Diese Propeller deaktivieren etwas anderes, zum Beispiel dieser Punkt, wo ich normalerweise drüber fahren müsste, deaktivieren sie, weil sie im gleichen Bereich wie der Punkt sind. Zum Beispiel hier, ich erkläre das hier nochmals. Machen wir das hier am besten. Zum Beispiel so. Seht ihr? Der Punkt unten ist im gleichen Bereich. Also der ist nicht abgeschnitten durch unsere Linie von dem Propeller. Der Punkt, der ist im gleichen Bereich. Das heißt, er wird deaktiviert. So, dann hier machen wir es doch einfach irgendwie. Ja, toll, irgendwie. Das müssen wir hier auslassen. Unsere Wut, nein, so. So funktioniert das. Der muss immer eingesetzt werden, der Propeller. Wenn ich über alle Punkte fahren würde und dann zum Ziel, dann wäre das nicht gültig. Oh, Holdrio. So. Ich glaube, das Prinzip habt ihr hoffentlich etwa begriffen. Ansonsten schreibt in die Kommentare oder da dürft ihr ja immer hinschreiben, wenn ihr etwas nicht versteht. Ich verstehe gerade dieses Rätsel nicht, aber das kommt dann schon noch mit der Zeit.
So, seht ihr. Dann nochmal das gleiche, einfach mit Propeller-Dings. Ich nenne die einfach Propeller, die sehen so ein bisschen aus. Das geht schlecht. Das geht noch schlechter. Machen wir es doch. Nein, das geht auch nicht. Hey. Wie habe ich das denn gemacht? Hallo? Wie habe ich das gemacht? So, so geht's doch. Ziemlich einfach. Jetzt explodiert hier gleich alles, so wie es sich anhört. So. Nein, was passiert jetzt hier? Ich glaube, Maschinen laufen. Ah. Aber warte mal. Was, also. Wie komme ich denn hier hoch? Da fährt was hoch, aber wie komme ich da hoch? Hä? Das verwirrt mich jetzt. Verwirrt mich jetzt ein bisschen. Naja, schauen wir mal, was hier hinten ist. Hier sind wir wieder draußen. Und man sieht, da hinten oben ist ein Laser wieder. Da ist wieder ein Laser. Da ist ein Lift. Das hier habe ich eben auch noch nicht gelöst in meiner letzten Aufnahme. Ich bin etwas so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Aber der ist egal, der ist da oben verschlossen, den können wir nicht aktivieren. Also im Moment können wir hier oben noch nichts machen. Und was es... Entschuldigung, kitzelt wieder die Nase. Ich will eigentlich wieder da hoch. Jetzt hat es mir verstellt. Das war vorher nicht so, das ist, war jetzt anders gerade. Okay. Das verstellt es mir. Interessant. So kann ich das steuern. Dann ist alles gut. Dann weiß ich, wie das geht. So. Hier kommen wir nirgends hin. Gut, das wusste ich. Das habe ich das letzte Mal nicht gelöst. Also diese... Hallo Tauben. Ihr seid wohl Medusa begegnet. Das ist immer ungesund. Hier war ich noch nicht, Leute. Das ist mir jetzt neu hier. Das sind ja die beiden... Also, das sind ja die beiden da. Okay. Okay. Aha. Ich glaube, dass... Diese Fahrten hier... Nein, geht nicht. Diese Fahrten hier... Ich weiß, dass man die auch trennen muss, ist wie bei den Schwarz und Weißen. Okay. Aber hier in Kombination mit dem Propeller ist das jetzt gar nicht so leicht. Das heißt, ich muss eigentlich zwei... Hier müsste eigentlich jetzt grün, denn der rechts unten, der grüne müsste jetzt deaktiviert werden. Genau, okay. Das ist jetzt aber ziemlich schwer zum Umdenken. Eben, ist wie bei... Oh mein Gott. Hören wir uns kurz das an. What is divine in man is elusive and impalpable. Einen Moment, ich würde gerne lesen können, was der sagt. And he is easily tempted to embody it in a concrete form, a church, a country,
a social system, a leader, so that he may realize it with less effort and serve it with more profit. Yet, the attempt to externalize the kingdom of heaven in a temporal shape must end in disaster. It cannot be created by charters or constitutions, nor established by arms. Those who seek for it alone will reach it together, and those who seek it in company will perish by themselves. Hugh Kingsmill, 1944. Das wurde jetzt nicht gezeigt. Okay. Bis jetzt kannte ich von Zitat nur einen der Typen. Das war Albert Einstein. Die restlichen kannte ich noch nicht, die wir gehört haben. So, und das sollte eigentlich grün deaktivieren. Jupp, sehr gut. Dann sollte es... Deaktiviert es immer nur einen oder auch zwei manchmal? Check ich jetzt nicht. Es kann nur einen deaktivieren. Es kann nur einen geben. So, jetzt müsste es grün deaktivieren. Genau. Oh, oh, oh.